Hallo liebe Leute, das ist das Tages von Mitte Winter. Heute die Funkwanduhr von Aurelio, Modell so und so, vom Lidl, der Firma Digitech GmbH aus Deutschland, Eppstein, für 12,99 €. Preis, Qualität sehr gut, sogar mit 3 Jahren Garantie. Und das ist die Wandfunkuhr, kann man sagen, Bahnhofsuhr ist Stil. Da ist die Uhr. So ein bisschen weiter. Das ist der Karton und da die Uhr. Jetzt zoome ich mal weit und stelle das Ding mal vor. Habe ich heute ergattert. Oh, falsche Richtung gezoomt. So, heute Abend war ich im Lidl, wollte eigentlich eine Rucke holen für mein Essen. Und da habe ich jetzt schon das zwei, drei Tage gesehen, diese Bahnhofsuhr. Brauche ich eigentlich in meinem Wohnzimmer, dass ich vom Sofa aus die Uhr lesen kann. Und die ich jetzt, nee, jetzt habe, die kann ich nicht lesen, wenn es nicht ganz hell ist. So eine Bahnhofsuhr. Ich hatte mal so eine ähnliche vom Pearl für zum Geburtstagsgeschenk. Nur 94 € Versandkosten, aber habe ich leider meine Freundin geschenkt. Und jetzt habe ich mir nach 2 Jahren selber so eine Uhr geholt. Nicht vom Pearl, weil da kostet die auch ungefähr 10, 12 Euro. Noch 4,90 € Versandkosten. Jetzt waren die günstig im Lidl für 12,99 € und ohne Versandkosten, sogar mit 3 Jahren Garantie. Dann kann ich dann zum Lidl hin, wenn es Probleme gibt, braucht es nicht per Post wegzuschicken. Und super Teil, einfach Batterie rein. Batterie war auch sogar noch dabei und eine dicke Betriebsanleitung, obwohl eine Uhr kann eigentlich jeder bedienen. Und die hat sogar noch hier Hygrometer da. Das zeigt die Luftfeuchtigkeit und Temperatur, obwohl 70% kann nicht sein. Das ist doch ja früh gekocht. Das kann nicht sein. Nein. Aber das ist nicht so wichtig. Hauptsache die Uhr, Hygrometer. Was vielleicht fehlt, ist Datum und Jahr und Tag da. Das hat sie auch nicht, aber für den Bahnhofsuhr für 13 €, 12,99 € Aluminiumrahmen zum Aufhängen. Super Tag, hab ich heute ein Schnäppchen gemacht. Und die Chinesen für mich ein bisschen gearbeitet haben. Und kann nur empfehlen. Und sonst könnte sie ja auch über Digitech gehen wir da, könnte man googeln da, wir haben auch schon eine Internetseite, vielleicht kann man die da auch bestellen. Oder sagt es im Markt kaufen und anderen Läden, sollen die auch anbieten, dann können die da bestellen. Zu 10.000 oder 15.000, was du im Marktkauf da braucht. Also super Uhr, jetzt haben wir 512, Mitternacht. Super Tag mit Sekundenzeiger sogar. Und Batterie war dabei und super Karton, der Karton ist schon 1 € wert. Und Funkuhr, das heißt, er geht automatisch, dann brauche ich da im Sommer- und Winterzeit nicht umstellen, das geht automatisch. Super Teil, von hinten sehr schön gestylt. Kann ich nur empfehlen, super Teil. Das ist die Uhr, ich stelle sie mal hin. Ich zeige nochmal. Nur empfehlen, das habe ich echt ein gutes Ding mitgemacht. Das ist die Uhr und die Kunstzeiger, das ist der Karton. Und da könnt ihr die Daten lesen, wo es die Uhr gibt. Sind noch ein paar da jetzt im Lidl. Eine Woche werden sie wohl noch da sein. Wir haben verschiedene Style. Ich fand es gut mit den dicken Zeigern und den dicken Dingern. Die haben auch noch andere Uhren da, aber da steht ja auch das Modell so und so ist das. Und das ist diese Bahnhofswanduhr da. Okay. Super Teil. Kann ich empfehlen. Ciao, Korbi der Union.